Herzlich willkommen, Glück auf. Heute geht es um das Licht des Tages. Wie entsteht das Licht? Buch 4, Teil 5. Viel Vergnügen. Plasma Taglicht. Das Licht des Tages. Das Tageslicht entsteht unterhalb der von der Sonne geschaffenen Schicht in der Ionosphäre. Dort befinden sich edle, flüchtige Gase und aufgrund ihrer Anwesenheit erhält der Himmel tagsüber seine charakteristischen Farben. Wenn die Sonne vorüberzieht, entsteht ein elektromagnetisches Feld, das auf die Massen dieser Gase in der Ionosphäre einwirkt. Dadurch werden hochenergetische Elektronen erzeugt, die rasch mit benachbarten Molekülen des Gases kollidieren. So beginnt eine Kette chemischer Reaktionen. Das Tageslicht ist das Resultat dieser Reaktion. Es entsteht viel tiefer als Sonne und Mond, in einer Höhe von 40 bis 80 Kilometern über der Erde, in der Ionosphäre, dem oberen Bereich der Atmosphäre. Dieser Bereich hat, wie wir bereits in Buch 3 gesehen haben, eine Verbindung zum Element Feuer und nicht zum Element Luft, das die unteren Schichten der Humosphäre ausmacht. Jede Nuance von Blau, Rot, Gelb und anderen Farbtönen resultieren aus dem Licht, das in der Ionosphäre aufgrund der Ionisation dieser Gase entsteht. Dieses Licht wird weder gestreut noch gebrochen. Es handelt sich um das sogenannte Tageslichtplasma, das dort beginnt und endet, wo diese chemischen Reaktionen ablaufen. Die elektrisch angeregten Moleküle des Argonelements sowie des Wasserstoffs senden blau schimmerndes Licht aus und verleihen so dem Himmel sein charakteristisches Aussehen. Neon ist verantwortlich für die gelben, orangefarbenen und roten Farbtöne. Neon lässt sich schon mit minimaler elektromagnetischer Energie leicht ionisieren und zeigt diese Farben besonders kurz vor Sonnenaufgang und nach Sonnenuntergang. Die Gase in der Heterosphäre, genau gesagt in der Ionosphäre, sind ähnlich wie Flüssigkeiten unter normalen Bedingungen in Schichten getrennt, jedoch mit unterschiedlichen Dichten. Jedes Gas liegt in einer eigenen Schicht und ist von den anderen getrennt. Diese Trennung erfolgt aufgrund des Molekulargewichts und der Dichte jedes Elements. Diese Gase erstrecken sich von 40 bis 80 Kilometern und höher. Sie bilden die Humosphäre, bestehend aus der Thermosphäre und der Ionosphäre. Hier finden sich Helium, Neon, Argon, Krypton, Xenon, Radon, monoatomarer Sauerstoff O, Methan und Wasserstoff. All diese Gase sind von den schweren Luftmassen darunter getrennt. In diesen Schichten, fernab von der Sonne, verhalten sich die Gase inaktiv und unterliegen sehr niedrigen Drücken. Wenn die Sonne näher kommt, werden sie aktiviert und ionisiert und erzeugen so das Plasma-Tageslicht. Wenn die Sonne wieder verschwindet, hören die Ionisationsreaktionen auf und das Tageslicht verblasst. Dies ist ein Plasmaphänomen, das in gewisser Weise an Gasentladungslampen erinnert, jedoch im großen Maßstab. Abhängig von den Eigenschaften jedes Elements erfolgt die Ionisation auf unterschiedliche Weise. Ionisierte Moleküle erzeugen Wärme, Elektromagnetismus, Radiowellen, Infrarot- und UV-Strahlung, Licht und ein magnetisches Feld. In der Humosphäre, weiter unten, sind die Gase gemischt und hier finden sich die Wetterphänomene und der Wasserkreislauf. Wasserdampf in dieser Schicht verleiht der Himmelsfarbe einen weißen Schimmer. Hauptsächlich Stickstoff, Sauerstoff, Wasserdampf und andere Gase sind hier vorhanden. Wasserdampf und normale Luft werden bei sehr niedrigem Druck ionisiert und erzeugen weißes Licht. Ja, das war Buch 4, Teil 5. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Für mich sehr interessant, wie die Reaktionen am Tageshimmel stattfinden und woher die Farben kommen. Ich muss immer dran denken, als man gesagt wurde, ja, der Himmel ist blau, weil er die Ozeane spiegelt und der Ozean ist blau, weil er die Himmel spiegelt. Na, das hatte ich mal gehört, wo ich jünger war. Ist halt Quatsch, wenn man sich das mal genauer durch den Kopf gehen lässt. So ergibt es mehr Sinn, dass Gase auf elektromagnetische Felder reagieren und dadurch gewisse Farben aussenden, so wie es halt bei Gasen ist. Neon ist da ein ganz berühmtes Beispiel. Denkt man bloß mal an die Neonröhren. Ja, wie gesagt, sehr interessant. Ich hoffe, ich kann euch beim nächsten Video wieder begrüßen. Bis bald.